Ich möchte gerne heute Abend über die fünf spirituellen Fähigkeiten, die sogenannten Indriyas, sprechen. Wenn wir uns auf eine lange Wanderung machen wollen, auf eine mehrtägige Wanderung begeben wollen, dann sind beim Start unsere Kondition und unsere Ausdauer und unsere Fähigkeiten, zum Beispiel Karten zu lesen oder unsere Kenntnisse über Gelände und Wetterverhältnisse, vielleicht noch bruchstückhaft und nur ansatzweise vorhanden. Und je länger wir unterwegs sind und mit den Schwierigkeiten, die auftauchen, umgehen müssen, desto stärker bilden sich all die nötigen Fähigkeiten weiter aus. Einfach dadurch, dass wir in der Situation sind, in der wir sie eben gebrauchen. Auf der spirituellen Reise ist das ganz ähnlich. Wir beginnen mit dem, Maß an Fähigkeiten, die schon da sind, und vervollkommnen diese durch das Gehen auf dem Weg selber, durch die Praxis selber. Die fünf Indriyas, die fünf spirituellen Fähigkeiten, sind ein Modell für Kräfte, die uns auf dem Weg unterstützen, den Weg, der zum Erwachen führt. Diese fünf spirituellen Begabungen, könnte man sie auch nennen, Fähigkeiten oder Kräfte, bilden mit anderen Modellen, die von anderen Blickwinkeln her schauen, eine Stütze für den Weg des Erwachens. Fred hat gestern einige der Fähigkeiten schon im Zusammenhang mit dem dreifachen Training genannt. Die werden jetzt wiederkommen, also die werden euch schon vertraut sein. Das zeigt, dass die gleichen Fähigkeiten von verschiedenen Seiten her immer wieder beleuchtet werden. Diese fünf Fähigkeiten sind Vertrauen, Satta in Pali, oder Selbstvertrauen oder gläubiges Vertrauen, Geduld, Hingabe. Die zweite ist Energie, Tatkraft, Ausdauer, Bemühen, Enthusiasmus, Virya in Pali. Die dritte ist Gewahrsein, Gegenwärtigsein, Achtsamkeit, Sati. Die vierte ist Sammlung, ruhevolles Verweilen, Konzentration, Samadhi. Und die fünfte ist Weisheit oder Erkenntnis, Panya. Was immer man für einen spirituellen Pfad einschlägt, ich denke, dass das fünf notwendige Hauptingredienzen sind, ohne die niemand auskommt. Und wie alle hilfreichen Qualitäten sind sie keine Sache, die man entweder besitzt, hat oder eben nicht hat. Wir sind nicht einfach dem ausgeliefert, was schon da ist, sondern sie lassen sich durch entsprechendes Interesse und durch entsprechendes Training auch weiter kultivieren. Sie sind unsere Helfer auf der Reise und bereiten den Boden, auf dem der spirituelle Prozess geschehen kann. Ich möchte zunächst zur Dynamik der Gesamtheit dieser fünf Fähigkeiten etwas sagen und nachher die einzelnen Fähigkeiten noch einzeln beleuchten. Man kann die Dynamik dieser fünf Fähigkeiten auf zwei verschiedene Arten sehen. Das eine ist eine zyklische Dynamik und das andere mehr eine paarig angelegte Dynamik. Im ersten Modell, im zyklischen Modell, ist es so, dass eine Fähigkeit die nächste ermöglicht, die nächste ernährt, die nächste wie hervorbringt und so durch alle fünf Fähigkeiten hindurch ein stetiges Wachstum praktisch kreisförmig stattfindet. Die Reihe beginnt mit Vertrauen. Vertrauen ist der Nährboden dafür, dass sich überhaupt etwas entwickeln kann. Zweifel, Misstrauen, Angst, Abwehr, Blockieren, binden Energie, halten uns zurück, und Vertrauen ist das, was Energie freisetzt, das, was öffnet, das, was irgendeinen Prozess, ein Weitergehen ermöglicht. Energie brauchen wir, um zu praktizieren. Ich denke, das ist uns mittlerweile alle sehr spürbar.
Wir brauchen Energie, um zu praktizieren und nicht einfach mit unseren eingeschliffenen Gewohnheiten dahin zu trudeln. Und je kontinuierlicher wir uns bemühen, desto besser gedeihen Gewahrsein und Sammlung. Und diese wiederum ermöglichen klares Sehen, intuitive Einsicht und Weisheit. Und hier schließt sich der Kreis wieder von neuem und es fängt ein nächster an. Etwas aus eigener Erfahrung zu wissen, nicht bloß durch Nachdenken oder vom Studium oder vom Hörensagen, das speist ganz direkt das Vertrauen wieder. Das vertieft die Ebene des Vertrauens. Und wenn das Vertrauen tiefer ist, können wir mehr Energie freisetzen. Wenn mehr Energie frei wird, werden Sammlung und Gewahrsein tiefer. Und wenn Sammlung und Gewahrsein tiefer sind, ermöglicht das wiederum die Ebene der Erkenntnis. Und so kann man das eigentlich weiter verfolgen. Im zweiten Modell kommt noch eine andere Dynamik zum Vorschein. Jeweils zwei paarig angelegte Qualitäten, die zusammen ein Ganzes ergeben, die zusammen im Gleichgewicht ein Gleichgewicht bilden. Wenn wir im ersten Modell das Bild eines Kreises oder einer Spirale hatten, dann würde ich jetzt für dieses zweite Modell das Bild einer Waage oder von zwei Waagen nehmen. Zwei Waagschalen. Das eine Paar ist Vertrauen und Weisheit. Das andere Paar ist Energie und Sammlung. Vertrauen ohne Weisheit wird leicht blind und naiv. Weisheit ohne die Qualität von Vertrauen oder Hingabe kann auch oberflächlich sein, ist nicht geerdet, herzlos manchmal. Energie ohne Sammlung, ohne einen Fokus, kann sich in Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit entladen. Und Sammlung ohne Energie kann wie absacken in Trägheit oder Dumpfheit, kann die Perspektive verlieren. Also Vertrauen und Weisheit gehen zusammen und Energie und Sammlung. Und die Achtsamkeit ist wie das Zünglein an der Waage. Die Achtsamkeit, die wacht in der Mitte, die hat die Übersicht, die ist wie der ausgleichende Faktor. Die weiß, wenn eine der Waagschalen Übergewicht hat und man vielleicht eher auf die andere Waagschale etwas tun sollte, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. So viel zur Dynamik dieser fünf Faktoren. Jetzt zum Vertrauen, der Anfang der Reihe, Sadda. Vertrauen steht am Anfang der Reihe, weil es der Nährboden oder das Klima ist, in dem alle anderen Qualitäten wachsen und gedeihen. Es ist wie die liebende, nährende Mutter mit einem Säugling. Oder wie eine Türschwelle, über die wir alle gehen müssen, wenn wir in neue Räume wollen, wenn wir in neue Räume vordringen wollen. Ohne eine minimale Fähigkeit zu vertrauen, ist menschliches Leben praktisch unmöglich. Als hilflose, kleine, abhängige Babys und Kinder brauchen wir ein gewisses Vertrauen in Bezugspersonen, damit wir uns einigermaßen gesund entwickeln können. Und auch als Erwachsene könnten wir nicht funktionieren ohne ein gewisses Maß an Vertrauen. Auch wenn uns das vielleicht nicht immer so bewusst ist. Ich denke, wir könnten keine Straße überqueren, ohne ein gewisses Vertrauen, dass sich andere an bestimmte Regeln, Abmachungen halten, in keinen Zug steigen oder die ganze Geschäftswelt, die ganze Handelswelt basiert ein Stück weit auch auf Vertrauen, obwohl sich alle so gut wie möglich absichern, aber man kann nicht alles versichern und absichern. Letztendlich am Grunde muss man irgendwie die Fähigkeit des Vertrauens finden. Und so ist auch für das spirituelle Leben Vertrauen ein Eingangstor. Allerdings gibt es verschiedene Ebenen davon. Oft ist zu Beginn unser Vertrauen gebunden, zum Beispiel an Personen oder an bestimmte
Symbole oder Rituale, etwas, das wir gehört haben, etwas, das wir gesehen haben, gelesen haben, und wir denken, wir hoffen, dass dies uns irgendwie helfen oder weiterbringen könnte. Wir fühlen uns angesprochen, berührt, inspiriert, vielleicht fasziniert, begeistert. Das gibt uns das Vertrauen, uns auf etwas einzulassen. So, manchmal für gewisse ist es wie eine Art von Flitterwochen. Wenn wir in dieser Phase stecken bleiben, bleibt unser Vertrauen eher blind und naiv. Wir riskieren, manipulierbar zu sein, abhängig zu werden oder durch Ausschalten unserer kritischen Fähigkeiten Opfer von Ausbeutung zu werden. Das blinde Vertrauen hält sich fest an Dogmen, an Formen, an Ritualen, an Personen. Fast so, als wären diese das Eigentliche, das Wirkliche. Es ist eine Haltung, wenn diese Art von Vertrauen sich nicht weiterentwickelt, eine Haltung der Enge, der Ängstlichkeit, die zum Ausschluss all dessen führen kann, was anders ist, was uns bekannt ist als Fanatismus oder Fundamentalismus. Nach einer gewissen anfänglichen Phase, wenn vielleicht die erste Faszination oder Begeisterung oder das erste Interesse auch abgeklungen ist, kommt die Zeit des Überprüfens, des Abwägens, des Erforschens, des Miteinbeziehens kritischerer Fähigkeiten. Wir schauen, ob das, was gelehrt wird, das, was wir hören, hilfreich ist und wenn wir es umsetzen, wenn wir es praktizieren, ob es auch funktioniert. Es ist die Phase des erhärteten oder überprüften Vertrauens. Und diese Phase des Überprüfens führt zur Phase des unerschütterlichen Vertrauens oder zu einer Gewissheit oder auch zu einem weisen Vertrauen. Ein Vertrauen, das den eigenen Erfahrungen traut und immer mehr auch dem eigenen Potenzial traut, der eigenen Begabung, spiritueller Natur, Befreiung erlangen zu können. Und dadurch entsteht eine unerschütterliche Haltung von Offenheit, von Weite und Hingabe, die enorme Kräfte freisetzt und auch Unvorstellbares ermöglichen kann. Die französische Mystikerin Simone Weil hat einmal einen Satz geschrieben: Man muss das Mögliche vollbringen, um das Unmögliche zu berühren. Übrigens, die Zuflucht ist auch ein Ausdruck dieser Vertrauensebene. Diese Vertrauensebene immer wieder sich daran zu erinnern und zu nähren. Soweit zum Vertrauen. Die zweite Fähigkeit ist Energie, Bemühen, Tatkraft, Entschlossenheit, Ausdauer, Einsatz, Effort. Im Pali und Sanskrit heißt das Wort dafür Virya und das bedeutet Held oder Heldin. Also es hat schon etwas Kraftvolles in dieser Energie dabei. Um hierher zu kommen, haben wir schon einiges an Bemühen und Energie investieren müssen. Wir haben Zeit freigeschaufelt in unserem sehr vollen Alltag. Bei den meisten, nehme ich an, ist der Alltag voll. Uns von unseren familiären, beruflichen oder sonstigen Verpflichtungen freigehalten. Wir haben alles andere losgelassen, was wir in diesen paar Freitagen auch noch hätten machen wollen oder können. Wir haben finanzielle Mittel aufgebracht. Wenn nicht irgendeine Form von Vertrauen da gewesen wäre für einen Aspekt dessen, was wir hier tun, was hier oben läuft, denke ich, hätten wir auch nicht so viel Energie bis jetzt schon investiert, hierher zu kommen. Noch für einige eine lange Reise, bis sie da waren. Tatsächlich brauchen wir aber diese Virya-Energie, das Bemühen, nicht bloß zu Beginn, sondern auf dem ganzen Weg. Die Energie, das anfängliche Interesse tatsächlich in Praxis umzusetzen. Dann die Energie mit der Praxis weiterzumachen, wenn es vielleicht schon gewöhnlich geworden ist, nichts mehr Besonderes. Wenn der Reiz des Neuen weg ist. Wenn sie an Glanz und Anziehung verloren hat, da hat die Energie vielleicht
den Geschmack von Ausdauer und Kontinuität. Die Energie, alle Arten von Schwierigkeiten zu überstehen und weiterzumachen und zu schauen, was geschieht, trotz manchmal schwierigen Erfahrungen, Zweifeln, Müdigkeit, Trägheit, Unruhe, Aufgeregtheit, Zorn, Wut und was derlei Dinge mehr sind. Und schließlich auch ein Bemühen, ein Effort, gegen den Strom jahrzehntelanger Konditionierungen zu gehen. Konditionierung des sich Zerstreuens, des sich Ablenkens, des Ausweichens, statt des Sammelns, des Wiedersammelns, des nochmals Sammelns, des immer wieder ins Gewahrsein zurückkehrens. Die deutschen Begriffe für diese Qualität von Virya sind für einige von uns vielleicht ein bisschen vorbelastet. Wenn wir Bemühen hören oder Anstrengung oder Eifer oder Streben, dann tönt es für uns manchmal nach Schinderei oder Plackerei. Und es hat nichts so besonders Verlockendes oder Reizvolles, Attraktives für uns. Ich denke, es ist hilfreich, den Begriff von diesen Konditionierungen zu entlasten und zu schauen, was Hilfreiches und was weniger Hilfreiches Bemühen meinen könnte. Was die beiden unterscheidet von Plackerei oder von freudigem Bemühen. Nicht so hilfreiches Bemühen ist, sich übermäßig anzustrengen, sich zusammenzureißen, ein Übereifer, ein ehrgeiziges, leistungsorientiertes, willensbetontes Streben, das sich an einer Idealvorstellung misst. Eine Idealvorstellung von gut sein müssen oder perfekt sein müssen. In diesem Fall ist das Bemühen an eine Vorstellung von Erfolg haben gebunden. Und Erfolg haben ist bereits im Voraus bei uns definiert als perfekt sein, richtig sein. Und es ist tatsächlich mühsam, anstrengend und frustrierend, seine Erfahrungen dauernd irgendwie so manipulieren zu müssen, wie wir denken, dass sie sein müssen, damit wir richtig wären. Und im Grunde genommen, wenn wir genau hinsehen, funktioniert es auch nicht. Es ist im Grunde ein absurdes Bemühen, etwas spüren oder erfahren zu wollen, das so nicht existiert im Moment. Die innere Ausgangshaltung im nicht so hilfreichen Bemühen ist die von so wie ich bin, ist es nicht in Ordnung. So wie es ist es nicht gut genug. Das, was ich erfahre, ist nicht richtig. Etwa so in diesem Dreh. Und man möchte besser, perfekter oder anders sein. Die hilfreichere Art des Bemühens dagegen geht von einer annehmenden, nicht wertenden, geduldigen Haltung aus. Von der Metta-Haltung, die wir heute Nachmittag angefangen haben, noch formal zu kultivieren. Es ist ein Bemühen, einfach im Kontakt zu sein, zu schauen, zu lauschen, zu verstehen, was ist, sich dem zu öffnen, was ist, nicht primär, um etwas verändern zu wollen. Man könnte vielleicht sagen, dass das rechte Bemühen eher eine andere Art des Seins ist, als unbedingt etwas noch mehr tun müssen. Eine offenere Art des In-Kontakt-Kommens. Manchmal kann Bemühen zwar, wie das Pali-Wort Virya ausdrückt, etwas Heldenhaftes oder Heroisches an sich haben, wenn wir es sehr schwierig haben für den Moment. Manchmal kann es aber auch sehr spielerisch sein. So viel zu Virya, vom Vertrauen zur Energie, von der Energie zur Achtsamkeit, Sati im Pali. Das, was wir hier hauptsächlich üben. Die eine wörtliche Übersetzung von Sati heißt Erinnerung oder wiederholtes im Gedächtnis halten oder Eingedenksein. Und das ist ein Aspekt des Gewahrseins oder der Achtsamkeit, nämlich des Sich-Erinnerns. Wenn wir dauernd vergessen, weshalb wir überhaupt hier sind, wenn uns das Dharma völlig
aus dem Sinn schwindet, können wir gar nicht praktizieren. Also es braucht dieses kontinuierliche Ausgerichtetsein. Das heißt natürlich nicht, dass wir dauernd mit all diesen philosophischen Listen im Kopf herumlaufen, aber dass sich erinnern an die Ausrichtung, ohne das geht es nicht. Es ist ein Teil des Gewahrseins der Achtsamkeit, sagt die. Und zum anderen ist Achtsamkeit, wie wir mittlerweile immer wieder Stunde für Stunde erfahren, das unmittelbare, direkte im Kontakt sein mit dem, was in unserem Körper, in unserem Herz und in unserem Geist von einem Moment zum nächsten vorgeht. Im Kontakt sein damit und gleichzeitig auch klar wissen, was es ist. Es ist wie ein Teilnehmen und Beobachten gleichzeitig. Ich möchte noch drei zentrale Qualitäten von Gewahrsein aufzählen. Nämlich Direktheit, Kontinuität und die Meta-Qualität. Gewahrsein ist direkt, unmittelbar, ohne Umweg, überdenken, ohne analysieren oder vorstellen. Der burmesische Meditationsmeister Upandita hat gesagt, hat den Vergleich gemacht von der Direktheit des Gewahrseins, wie die Menge, die vor dem Spiel zum Fußballstadion eilt. Das fand ich noch einen schönen Begriff. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, wie das so, all die Leute da ohne zu zögern, alle reinströmen. Diese Qualität, direkt hereinzugehen. Die Direktheit, die Kontinuität. Das Gewahrsein kommt nicht bloß in Kontakt mit dem Objekt, sondern es hält den Kontakt und bleibt im Kontakt und sieht, was weiter geschieht. Wieder nach Sayadaw Upandita, wie ein fugenloser Holzboden. Wenn es Fugen hat, dringen Sand und Staub ein. Wir sind abgelenkt und dadurch verliert das Gewahrsein an Intensität. Unser neuer Holzboden hat keine Fugen. Wir können uns auch da immer wieder orientieren an die Kontinuität. Nicht kontinuierliche Achtsamkeit ist wie ein Korken, der auf dem Wasser hin und her getrieben wird. Und kontinuierliches Gewahrsein wird beschrieben wie ein Stein, der auf den Grund des Wassers sinkt. Dann als drittes die Meta-Qualität, wie ich heute Nachmittag schon erwähnt habe, ist das der Boden für die Praxis von Vipassana. Qualität von Liebe, von Güte, von Geduld, von Annehmen. Das Gewahrsein richtet, wertet und urteilt nicht. Das heißt nicht, dass alles schön, wunderbar oder auch einfach alles egal und gleich ist. Aber dass die Unterscheidung zwischen hilfreich und nicht hilfreich nicht moralisch gewertet wird im Sinn von gut und böse, von richtig und schlecht. Eine interessierte, wohlwollende Unparteilichkeit, eine Unvoreingenommenheit, eine offene, empfängliche Haltung gegenüber allem, was als Erfahrung auftaucht. Vollständige Achtsamkeit, die diese drei Qualitäten beinhaltet, hat eine durchdringende Qualität und ermöglicht tiefe Erkenntnisprozesse. Statt sich in der Erscheinung, in der Oberfläche der Dinge zu verlieren, dringt sie vor bis in die Natur oder bis in das Wesen der Dinge und erkennt die Art und Weise, wie diese existieren. Und es ist auch diese Qualität von Achtsamkeit, von Gewahrsein, die erkennen kann, wenn Vertrauen und Weisheit aus dem Gleichgewicht sind oder Energie und Sammlung aus dem Gleichgewicht sind. Und oft wirkt schon das bloße Sehen, das bloße Gewahrsein des Ungleichgewichts wieder öffnend und erlaubt den einzelnen Qualitäten sich selber auszugleichen. Die Praxis von Gewahrsein hat den großen Vorteil, dass sie jederzeit und überall praktiziert werden kann. Nicht einfach bloß hier im formalen Sitzen oder in der formalen Gehmeditation.
solange wir am Leben sind und solange wir bei Bewusstsein sind. Es gibt keine Erfahrung im Alltag, die außerhalb der Möglichkeit des Gewahrseins liegen würde. Fred hat gestern ausführlich über die verschiedenen Bereiche des Gewahrseins gesprochen, vom Körper, Atem, Körperempfindungen, Zustände, Stimmungen, Gefühle, Emotionen, Gedanken und so weiter. Ich möchte jetzt das nicht noch einmal ausführlich behandeln. Je trainierter das Gewahrsein, desto größer die Chance zu sehen, was da ist, ohne in den Inhalt oder in die Geschichte der Erfahrung sich zu verlieren oder zu verwickeln. Ohne zwanghaft alles haben oder festhalten zu müssen, was angenehm, wünschenswert erscheint, und ohne zwanghaft alles loswerden zu wollen, was nicht angenehm oder nicht erwünscht ist. Und so können wir die ganz bedeutsame Entdeckung machen, dass wir manchmal innere Erfahrungen einfach so sein lassen können. Einfach so sein lassen können, wie sie sind. Und das ist schon ein ziemlich freier Zustand. Ein Bild, das manchmal gebraucht wird, ist wie inmitten des Feuers sein, ohne sich daran zu verbrennen. So viel zum Gewahrsein. Dann zur Sammlung, Samadhi. In der Praxis sind Achtsamkeit und Sammlung oft eng miteinander verwoben. Und sie brauchen und durchdringen einander auch. Ein wichtiges Element des Gewahrseins, der Achtsamkeit, ist das klare Sehen, das Erforschen. Und ein wichtiges Element der Sammlung ist die Stetigkeit, Stabilität, das zur Ruhe kommen. Auch in Verbindung mit Sammlung, die manchmal mit Konzentration wiedergegeben wird, existieren manchmal negative Konditionierungen. So vielleicht von der Schule her sind wir gewohnt, mit Konzentration Anstrengung zu verbinden, Verbissenheit, Kampf, so Augen zu und durch oder die Schultern hochziehen, die Augen anstrengen, den Nacken verspannen. Und das geht gar nicht zusammen mit dem, was im buddhistischen Geistestraining als unmittelbare Ursache für Konzentration oder Sammlung genannt wird, nämlich ein sorgenloser, heiterer, erfreuter Zustand. Oder entspannt, könnte ich auch noch anfügen. Es ist die unmittelbare Bedingung für Sammlung. Man könnte Sammlung auch beschreiben als ein kontinuierliches, ruhevolles Verweilen an einem Ort, an einem Punkt, an einem Objekt, bis alles andere wegfällt. Wenn ihr euch noch an das Bild von Michelangelo erinnert, mit dem Elefanten, das Fred gestern gebraucht hat. Ein untrainierter Geist wird oft erschüttert von starken Emotionen oder er pendelt hin und her zwischen Polen von Unruhe, Erregung oder Trägheit, Schlaffheit, Dumpfheit. Und diese Zustände, also die starken Emotionen oder die polaren Zustände, verwirren und trüben unseren Geist. Und wir sehen dann wie durch eine eingefärbte Linse oder wie durch eine verzerrte Linse. Die Dinge erscheinen entweder verformt oder in einem ganz bestimmten Licht. Und um zu erkennen, was wirklich ist, was wahr ist, muss der Geist sich zuerst beruhigen, muss er sich klären, muss er sich sammeln oder integrieren. Das Wort Samadhi, heißt aus der Sanskritwurzel fest zusammengefügt sein. Also dieses Sammeln, dieses Integrieren von Herz und Geist. Es kann über verschiedenste Objekte erreicht werden, diese Sammlung. Ich möchte einfach erwähnen, unseren ersten Tag haben wir Sammlung geübt mit dem Ein- und Ausatmen. Und jetzt haben wir noch angefangen, die Sammlung mittels der Metta-Meditation zu praktizieren. Und auch die Zustände, die Vertiefungen, die man durch ganz tiefe Sammlung erreichen kann, sind sehr verschieden. Und ich möchte darauf jetzt nicht eingehen. Wenn über längere Zeit
konsequent Sammlungspraxis geübt wird, wird der Geist klar, ungetrübt und ruhig. Ich zitiere gerne eine kleine Geschichte von Thich Nhat Hanh, von einem Glas Süßmost. Ein kleines Mädchen möchte gerne ein Glas Süßmost von ihm und er schenkt ein und es ist der Grund der Flasche. Und deshalb ist das Glas, das eingeschenkte Glas, dann sehr trübe. Und das Mädchen, das Kleine, das rümpft die Nase und will das nicht trinken und geht spielen. Und als sie nach einer Stunde wieder kommt und immer noch Durst hat und etwas zum Trinken verlangt, gibt er ihr das Glas. Und die Trübungen, die haben sich alle auf den Grund gesetzt und der Süßmost ist ganz klar und durchsichtig geworden. In Zustand tiefer Sammlung entsteht ein Gefühl der Ganzheit, des Gleichgewichts, der Freude und tiefer Ruhe. Während dieser Zeit sind Herz und Geist so zusammen, so integriert, dass die Hindernisse, mit denen wir uns sonst herumschlagen, wie Verlangen, Aversion oder Unruhe, Schläfrigkeit, Zweifel und so weiter, nicht eindringen können. Die finden keinen Weg. Und in diesem Zustand ist der Geist ein ideales Werkzeug und eine ideale Basis für die erforschende Vipassana-Praxis. Das reine Üben von Sammlung hat den einen Nachteil, dass diese tiefen Sammlungszustände, die übrigens sehr viel Zeit und Energie beanspruchen, um sie zu praktizieren, der Vergänglichkeit unterworfen sind. Und wenn sie wieder vergehen, sind wir erneut mit den Hindernissen konfrontiert. Um die Hindernisse, die Schwierigkeiten wirklich an der Wurzel zu packen, ist Vipassana, Einsichtspraxis, nötig. Da erst direkte, tiefe, authentische, intuitive Erkenntnis die Kraft hat, uns zu befreien. Aber ohne ein gewisses Maß, und das würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen, von Sammlung, was immer das heißt, ein gewisses Maß, das ist sehr individuell verschieden. Und ein gewisses Maß können wir auch nicht Vipassana üben. Also das Vertrauen, die Energie, Achtsamkeit, die Sammlung führt letztendlich zu der fünften Fähigkeit, der fünften Begabung, die gleichzeitig auch Frucht des Trainings ist, zu Panya, zu Weisheit und Erkenntnis. Sie wird als die höchste aller hilfreichen Qualitäten eingeschätzt, weil sie der Schlüssel ist zum Freisein. Das intuitive, direkte, authentische Sehen ist das, was uns letztendlich von Leiden befreit. Die Erkenntnis, die intuitive, authentische Erkenntnis, hebt Nichtwissen, Nichtverstehen und Täuschung auf in Bezug auf die wahre Natur, auf die wirkliche Bestehensweise aller Dinge. Sie kann unterscheiden zwischen dem, was hilfreich ist und zu mehr Freiheit und mehr Glück führt, zu mehr Ganzheit, mehr Verbundenheit und zwischen demjenigen, was nicht hilfreich ist, weil es zu mehr Getrenntheit, mehr Schmerz, Leid und mehr Unfreiheit führt. Im Visuddhimagga heißt es über Weisheit, gleich wie unter den Tieren der Löwe, der König der Tiere, als der Stärkste gilt, ebenso gilt unter den das Erwachen beflügelnden Eigenschaften die Fähigkeit der Weisheit als die höchste. Zu Beginn meiner eigenen Praxis vor vielen Jahren, ich kann mich gut erinnern an meine naive Vorstellung von Weisheit und Erkenntnis. Ich stellte mir das so vor, dass das wie ein Blitz und Donnerschlag mitten in einem Sitzen so in meinem Kopf ein Spruchband erscheint und da wie in fertigen Sätzen irgendetwas steht, das mich sofort und radikal und für immer befreien würde. Seither habe ich genügend Frustration und Enttäuschung erlebt und bin mittlerweile offener geworden dafür, Erkenntnis nicht mehr auf diese Art und Weise zu erwarten. Vielmehr erfreue ich mich an Erkenntnis immer gerade dann, wenn ich mit einem Aha-Erlebnis irgendetwas bemerke, das zwar die ganze Zeit schon da war,
aber von mir nicht wahrgenommen wurde. Es sind für mich sehr glückliche Momente, in denen ich direkt beobachten kann, wie Vertrauen und Inspiration wieder genährt werden. Diesen Zyklus, den ich am Anfang erwähnt habe. Neben den unzähligen persönlichen Aha-Erlebnissen können wir auf einer elementaren Ebene intuitiv die Bestehensweise der Dinge, die Art und Weise, wie die Dinge existieren oder das, was man so die wahre Natur der Dinge nennt, sehen und verstehen. Wir können direkt sehen, erfahren, dass alles unstet, beweglich und vergänglich ist, dass es nichts gibt in unserer gesamten Erfahrung, das beständig, dauerhaft und immer gleich bleibt. Wir können direkt erfahren, dass auch Befriedigung und Freude nicht dauerhaft sind, sondern wie alles andere kommen und gehen. Dass jede noch so subtile Glückserfahrung offensichtlich nicht geblieben ist. Die Erfahrung, dass es keine dauerhafte Erfüllung geben kann. Und wir können direkt erfahren, dass nichts eine eigene, fassbare, von allem anderen abgetrennte, gleichsam Wesenssubstanz besitzt. Dass das Leben selber Dynamik, Fluss, Bewegung ist und es kein Leben außerhalb davon gibt, dem Bewegung geschieht. Dass Dinge, Ideen, Gedanken, Situationen, Umstände, Menschen, Erfahrungen, Ichs nicht statisch voneinander abgegrenzt existieren. Je tiefer wir schauen, desto weniger können wir ein Objekt fassen, festhalten, den Finger darauf halten. Wenn wir beginnen, die drei Wesensmerkmale aller geschaffenen Dinge direkt zu sehen und zu verstehen, verstehen wir auch, was zu Glücklichsein führt, nämlich in Harmonie mit dieser Wirklichkeit zu leben und zu handeln. Und verstehen, was zu leidvollen Erfahrungen führt, nämlich im Widerspruch zu dieser Wirklichkeit zu leben und zu handeln. Und an dieser Stelle kommt noch ein weiterer Aspekt von Weisheit ins Spiel. Denn Weisheit besteht nicht bloß aus dem Wissen, sondern auch aus Mitgefühl. Die Quelle von Leid zu verstehen ist der Schlüssel für das Mitgefühl. Das echte, mitfühlende Verständnis für die eigene Lage und somit auch derjenigen aller anderen ist das, was uns letztendlich motiviert, den Weg auf uns zu nehmen, der zum Ende des Leidens führt. Ich möchte gerne zum Schluss noch eine kleine Passage aus einem Text von Meister Dogen vorlesen. Die Wahrheit ist in sich selbst vollkommen. Sie ist nichts Neues. Sie hat immer existiert. Die Wahrheit ist nicht weit entfernt. Sie ist jederzeit gegenwärtig. Sie muss nicht erworben werden, denn du machst keinen Schritt ohne sie. Halte dich nicht an die Ansichten anderer, sondern lerne auf deine innere Stimme zu hören. Dein Körper und Geist wird klar werden und du wirst die Einheit aller Dinge erkennen. Schon der kleinste Gedanke eines Für und Wider wird dir den Eintritt in den Palast der Meditation und Weisheit verwehren. Das Leben ist kurz und niemand weiß, was der nächste Augenblick bringt. Öffne Herz und Geist, solange du die Gelegenheit dazu hast, sodass du die Schätze der Weisheit gewinnst, die du selbst wiederum überreichlich verschenken kannst zum Segen anderer.